Moin liebe Top-Familie und damit ein herzliches Willkommen zurück hier zu einem Special-Video zu The Masked Singer. Letzte Woche gab es ja schon eins und zwar habe ich ja die Masken bzw. Kostüme ja der letzten Staffel, der fünften Staffel, gerankt. Und jetzt, so gesehen was Neues, weil Masken habe ich ja schon jetzt von jeder Staffel gerankt. Und zwar meine Lieblingsauftritte der fünften Staffel. Ich sag zu Beginn, wie ich das für mich zumindest gemacht habe. Ich habe ja schon so gelesen, ihr geht auch schon so durch, was sind meine Lieblingsauftritte, wie geht man danach? Also ich bin danach gegangen, zum einen vielleicht ein bisschen Überraschung, was mir performancemäßig gefallen hat, gesangsmäßig, so alles in allem so, was mich wo ich unterhalten wurde, was mich überzeugt hat. Also halt ein Mix aus allem so gemeinsam. Und so habe ich dann hier mein Ranking zusammengestellt. Ich habe tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Masken. 6 verschiedene Masken in der Top 10. Kann man sich ja vielleicht schon so einen Teil denken, weil 6 Masken bei 10 Plätzen, tauchen bestimmt welche doppelt auf. Nun denn, fangen wir an mit Platz Nummer 10. Und Platz Nummer 10 ist das Stinktier. Und zwar das Stinktier aus der ersten Show mit Alaik Chopin. Das Ding ist halt, ich liebe zum einen diese Maske und ich liebe dieses Lied. Und ich fand diese Performance irgendwie so cool von Peter Kraus. Einfach nur. Das hat mich irgendwie so überzeugt. Ich finde, im Nachhinein hört man nicht immer gleich die Stimme heraus. Muss man sagen. Finde ich zum Beispiel. Mir geht's so. Und ich finde es halt einfach nur so cool und lässig, wie er dieses Lied singt, performt. Und es gefällt mir einfach. Das ist für mich auf dem letzten Platz. Ihr müsst wissen, ich bin danach gegangen. Ich bin tatsächlich auf Wikipedia gegangen, weil da ist, egal auf welche Staffel ihr auf den Reiter klickt, da sind dann die Shows, also erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, Finale oder so, halt dann so die Shows gelistet. Und dann die Songs. Und dann durch die Songs, die ihr gesungen habt, habe ich mir wieder so in Erinnerung gerufen. So war der Auftritt. So hat der diejenige performt. Und da habe ich mir aufgeschrieben, das hat mir gefallen. Das hat mir gefallen. Ich hatte tatsächlich am Ende 11 stehen. Und dann habe ich mich halt immer so entschieden, okay, das steht davor, das steht davor, das steht davor. Und den letzten Platz habe ich gestrichen. Ich kann euch leider nicht mehr sagen, was der 11. Platz war. Habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Aber so habe ich das zumindest für mich gemacht und sortiert. Das ist auf jeden Fall mein Platz 10. Auf Platz Nummer 9 ist so dieses erste Persönliche, weil es so berührend war und so schön insgesamt dieser Moment. Die Heldin aus dem Finale, Another Day in Paradise. Ein grandioses Lied vom großartigen Künstler Phil Collins. Ich liebe dieses Lied und es ist so schön, wie Heldin das dann auch so singt. Vor allem aber auch, mir gefällt diese Kulisse. Diese Kulisse einfach. Es ist so dieses gewisse Düstere und irgendwie hat es so ein bisschen Feeling von Sing mein Song, finde ich so ein bisschen. Und es hat mich irgendwie so berührt, wie Christina Stürmer das gesungen hat. Ich finde, das ist mit eines der besten Lieder insgesamt so. Und ich mag ja sowieso diesen Musikstil und deswegen so für mich so persönlich Heldin mit Another Day in Paradise auf Platz 9. Vor allem auch, es war auch eine gewisse Performance mit dabei. Die Kulisse hat das aber auch so mitgemacht. Ansonsten waren es immer nur so die Background-Tänzerin, so wie bei I'm Alive von Sia, was ja auch die Heldin performt hat. Aber
da mag ich so vielleicht so insgesamt dieses ganze Drum und Dran dann nicht. Da fand ich für mich, zumindest persönlich, in Another Day in Paradise, das war für mich der beste Auftritt der Heldin. Sag ich. So, das war Platz Nummer 9. Auf Platz Nummer 8. Die Raupe. Raupe hatte einige tolle Auftritte. Ich kann euch sagen, Show 1 und Show 2 ist nicht dabei. Also tatsächlich Raupe nicht. Mag vielleicht schon so ein Hinweis gewesen sein. Und zwar reden wir über die Raupe aus der 5. Show Driver's License. Sind wir alle ehrlich? Beim Lieblingsauftritt der Raupe haben wir mit einem anderen gerechnet. Maybe sogar mit Driver's License von Olivia Rodrigo, ja, im Original. Und ich muss zugeben, ich mag dieses Originallied von Olivia Rodrigo nicht so sehr. Klingt vielleicht komisch, also ich mag so gewisse Cover von dem Lied. Weil irgendwie bringt für mich sie, obwohl es ja ihr Lied ist, aber ist es für mich nicht so emotional wie bei den Covern. Und ich finde, dass Sandy das so hammermäßig da gesungen hat. Vor allem, was auch so dieses Besondere an diesem Auftritt war, ist für mich zumindest dann zu sehen, Ray holst du sein Handy raus und macht dann so mit diesem Licht und so mit diesen Händen die Bewegung, alle Zuschauer machen mit. Es war ein grandioser Auftritt. Natürlich so tanzmäßig, nicht zum Beispiel wie bei Nutbush City Limits oder beim ersten Auftritt, ich weiß jetzt nicht mehr, das war doch auch ein Lied von Tina Turner, glaube ich, oder? Komme ich jetzt gerade nicht mehr drauf, wie das Lied heißt. Nicht so Performance-Tanzmäßig, aber es war so emotional und ich war so gerührt bei diesem Auftritt. Deswegen ist der für mich auf Platz 8. Ja, auf Platz 7. Maybe eine Überraschung, aber ey, so geil einfach nur. Axolotl auf Platz 7 aus der 4. Show mit Bongo Cha Cha Cha. Bongo la. Bongo Cha Cha Cha. Also ohne Witz. Wie toll hat aber auch Andrea Sawatzki das gemacht. Also die ist da wirklich rumgesprungen, hat getanzt, performt und von der Performance her muss ich sagen, bekommt für mich Axolotl eine 1+. Wirklich so. Also von der Performance meilenweit vor anderen Masken in dieser Staffel. Und Bongo Cha 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 mit so viel, wirklich mit so viel Leidenschaft, mit so viel Spaß und vor allem halt so dieser Tanz, der hat mich so überzeugt, fand ich so cool, es hat mir, ich war da so unterhalten. Ich war da so unterhalten. Gleiches auch tatsächlich bei Platz 6, können wir schon mal gleich weitermachen, denn auf Platz 6 ist tatsächlich Teddy und das ist vielleicht so ein bisschen dieses Persönliche, auch wieder mit dabei. Teddy aus der 2. Show mit Allons on Danse. Da war auch noch ein anderes französisches Lied. Damit hat ja Annemarie angefangen. Ich weiß jetzt, das habe ich jetzt nicht rausgesucht, aber Allons on Danse, ja von Stromae. Von Stromae kennt man ja einige Lieder. Papa Ute und hier Formidable. Und Allons on Danse. Ich muss zugeben, das ist vielleicht so ein Kryptonit-Lied, nenne ich es jetzt mal. Müsst ihr nicht so hundertprozentig verstehen, aber ich habe jetzt 100 geguckt und ich habe jetzt zuletzt Burden of Truth, die Serie, gesehen. Jetzt denkt ihr so, wie ist da jetzt insgesamt die Verbindung mit Teddy und Allons on Danse? Bei Burden of Truth spielt die Schauspielerin mit, die bei The 100 die Josephine spielt. Und diese Josephine hat mich so in dieser Serie aufgeregt, wo ich mir so denke, was will diese blöde Tochter? Denn wie, die war dann im Körper von Clark und die hat dann zu diesem Lied getanzt und gesungen, weswegen ich dieses Lied gegoogelt habe, beziehungsweise mir dann irgendwie, keine Ahnung, wie oft angehört habe, ich dann dieses Lied nicht mehr hören konnte und habe ich es gehört und ich war bei Teddy unterhalten. Und musste gleichzeitig aber an diese schreckliche Erinnerung mit The 100 denken. Ja, jetzt denkt ihr euch so, what the fuck, Daniel? Ja, ganz genau so. Ja,
Das ist mein persönliches Platz 6. Aber auch diese Tanzperformance hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und vor allem auch diese französische Aussprache beim Teddy. Hammer, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, machen wir weiter mit Platz Nummer 5. Mülli Müller! Und Mülli Müller aus der zweiten Show mit Radioactive. Ich liebe Imagine Dragons. Also wirklich, ich habe, glaube ich, auf meinem Handy... Warte mal. Ich guck mal ganz kurz. Wie viele Lieder von Imagine Dragons habe ich auf meinem Handy? Imagine Dragons. Hier wird eine Zahl angezeigt. 18. Gut, natürlich jetzt nicht so viele Lieder, aber also meine absoluten Favorites auf jeden Fall. Und auch unter anderem Radioactive. Und wie erst Milli dann so rausschaut, so anfängt dieses Lied zu singen und dann immer mehr mit so viel Power und insgesamt so mit dieser Performance, mit den Schildern, mit dem Hintergrund, mit den Background-Tänzern, Hammer. Also vor allem, wie halt Alexander Klaas ja auch so die Stimme verstellt hat bei Milli, das ist halt echt geil gewesen. Die wurden halt 1:1, muss man zugeben. Obwohl Milli ja kein Lebewesen oder keine Figur ist, die man ja schon kennt. Er hat dieses Kostüm so ausgelebt und die wurden halt echt eins. Und das hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Und Radioactive, haben ja auch viele von euch so gesagt, absolutes Highlight, ist ein tolles Lied. Und deswegen finde ich für mich zumindest auf Platz Nummer 5. Auf Platz Nummer 4 und damit leider nicht aufs Treppchen geschafft hat es Axolotl. Mensch, ist es nochmal da. Axolotl, fünfte Show, wo es rausgeflogen ist mit Time Warp. Also, ich wollte gerade sagen American Horror Story. Nee, American Horror Story ist die Serie. Wie heißt jetzt aber dieses Musical? Oh, come on, Daniel. Rocky Horror Picture Show. So, Rocky Horror Picture Show. So toll. Diese Geschichte dahinter, diese Musik dahinter, richtig toll. Und Time Warp ist ja wirklich so, man kann sagen, ja, der Hit aus diesem Musical. Take a jump to the left and take a jump to the right. Und ich finde das so cool, diese Performance, dieser Tanz, wirklich außer Puste gewesen danach, das hat man ja gehört. Und so ein toller Auftritt, einfach nur von Andrea Sawatzki. Mir hat dieser Auftritt auch wieder so richtig gut gefallen. Sie hat ja auch so natürlich diese andere Stimme angenommen, aber so insgesamt hat mir dieser Auftritt auch von Axolotl natürlich so, nicht nur wegen des Rankings, aber auch so persönlich vom Axolotl am besten gefallen. Muss ich echt zugeben. Ja, kommen wir zu Platz Nummer 3 und damit der Bronzemedaille. Geht an die Raupe. Ich glaube, ich habe in meinen Videos, bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, diesen Auftritt als Highlight des Tages gewertet. Ich bin ja ein ganz großer Fan von Demi Lovato. Und als ich die ersten Takte gehört habe von Raupe, wie sie Skyscraper singt, boah, ich glaube, dass tatsächlich, das war so für mich zumindest der emotionalste Auftritt der Staffel. Für mich zumindest persönlich. Ich hatte da Gänsehaut, ich hatte da leicht Tränen. Das hat mich so berührt, wirklich Skyscraper. So emotional gesungen. Deswegen musste es für mich wegen der Emotionalität auf Platz 3 sein. Knapp vor Time Warp, also wirklich, das war für mich so eine knappe Entscheidung. Weil ich ja so auch gesagt habe, so Performance und alles gehe ich ja drauf ein. Und ich habe jetzt hier zwei Auftritte von der Raupe drin mit Driver's License und Skyscraper, wo halt tatsächlich keine Performance der Raupe ist, sondern wirklich nur Raupe steht da und singt diese wunderschöne Ballade. Aber ich musste es so für mich persönlich machen, weil ich so berührt wurde. Ich hatte eine Gänsehaut, ich hatte Tränen und deswegen musste für mich dieser Auftritt auf Platz 3. Aus der dritten Show. Haha, passt sogar. Ja, bleibt noch Platz 2 und 1. Und Platz 2 geht an
Millie Miller. Aus der dritten Show. It's a Nase Bomb Track. Ohne Witz, dieser Auftritt, ich hätte, ohne Witz, das war für mich auch so hier minimal die Entscheidung mit Platz 1. Es ist null meine Musik. Das ist jetzt zum Beispiel dieses Ding. Es ist null meine Musik. Aber ich habe so gedacht, was geht da jetzt bitte ab? Diese Mauer. It's a Nase Bomb Track. Dann dieser Rap von Alexander Klaas. Dann springt er aus der Tonne, legt da diese Tanzperformance hin. Ich war komplett baff nach diesem Auftritt. Also wirklich, das war so minimal mit Platz 1. So minimal. Denn auf Platz 1 gelandet ist Mölli Müller. Mensch, wen wundert's? Ja, tatsächlich dreimal Mölli Müller, zweimal Raupe, zweimal Axolotl. Ja, ich habe den ersten Auftritt von Mölli Müller auf Platz 1, Tiny Riot. Und auch Hot in Here. Erstmal so diese Stimme. Hot in, so hot in here. Hello. Und dann Gesundheit. Erstmal diese Tonne, die da einfach nur so random steht und alle denken sich, was ist das? Die Performance dann aber schon da, die Klappe geht immer mal so auf und zu von der Mülltonne und dann sind da diese Müllmänner, die da mit so Stäben so umhantieren und mit so Deckeln und dann zum Schluss und dann wird's etwas dunkler. Erst ist der Raum so hell und dann etwas dunkler. Und da kommt diese Musik von Tiny Riot. Und man denkt sich so, was passiert jetzt? Und dann diese Überraschung, dieses Kostüm, dieses wunderschöne blaue Kostüm von Mölli Müller. Dann so langsam, wie der Kopf hochkommt, runter, hoch, runter. Dann geht die Klappe ganz auf und dann wirklich mit dieser Gewalt singt Alexander Klaas dann da Tiny Riot. Let's start the Tiny Riot. Und das war auch so ein Gänsehautmoment. Das war so cool. Und dann wieder so nach unten gegangen, mit dieser Stimme auch so piepsig wieder. Hammer. Also wirklich, das war so minimal mit Boomtrack, weil Boomtrack hat mich so von der Performance so umgehauen und Tiny Riot so wegen dieser Überraschung. Und deswegen war das so tatsächlich so minimal. Aber Tiny Riot für mich mein Lieblingsauftritt der fünften Staffel. Ja, für euch zur Info. Folgende Info. Das war jetzt meine Top 10 Lieblingsauftritte der fünften Staffel. Und ich plane auch noch tatsächlich Lieblingsauftritte der vierten Staffel, dritten, der zweiten, der ersten. Habe ich auch schon alle gemacht. Die Videos kommen aber erst in 2 Wochen. Warum? Nächste Woche kommen für euch 2 Videos, 2 Special-Videos zu The Masked Singer. Der etwas anderen Art. Freue ich mich sehr schon auf eure Kommentare. Also ich glaube, das werden Videos, die sehr kommentarreich werden. Könnte ich mir vorstellen zumindest. Warum 2 Videos werdet ihr sehen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Es gibt ja so bei YouTube diese Funktion, dass man ja unten so Kapitel so machen kann. Und damit werde ich dann irgendwie arbeiten. Ja, jedenfalls, damit hoffe ich auch so arbeiten zu können. Habe ich noch nie gemacht, deswegen, das werde ich auf jeden Fall machen. Und ich bin sehr gespannt, ich möchte noch nicht so viel sagen. Ich sag nur so viel, wie kann ich das gut anteasern, was das für Videos sind? Okay, nennen wir es mal so viel. Ihr kennt gewisse Formate von mir. Unter anderem, und das ist vielleicht jetzt schon so ein Hinweis, unter anderem Tierlist, wo ich ja Sachen sortiere. Und jetzt denkt ihr euch doch, Daniel, du hast Ranglisten? Ja. Aber es hat so in etwa vielleicht so inhaltlich damit zu tun, mit The Masked Singer. Und das wird auf 2 Arten sein. Und deswegen seid sehr, sehr gespannt, was ich da anspreche. Ja. So viel sage ich erstmal. Vielleicht habt ihr schon so eine Ahnung. Wenn nicht, lasst euch überraschen. Jedenfalls das war's mit diesem Video. Meine Lieblingsauftritte der fünften Staffel. Was sind eure Lieblingsauftritte der fünften Staffel? Macht eine Top 10, macht eine Top 5, eine Top 3, mir egal. Aber schreibt sie sehr gerne oder nur ein.
und schreibt sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Ihr müsst ja noch nicht mal ranken, ihr könnt ja auch einfach so 2, 3, 4 nennen einfach. Und ich bin sehr gespannt, was eure Lieblingsauftritte sind. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst auch nicht, ein Abo dazu lassen, Glocke aktivieren. Und wir sehen uns dann nächste Woche zu einem neuen Special-Video dann zu The Masked Singer wieder. Und bis dann bleibt mir noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie, bis zum nächsten Mal rein und tschüss.